Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Mein Name ist Daniel und das heutige Video widmen wir allen Nutzern einer PlayStation 4. Ihr kennt das sicherlich. Die PlayStation 4 ist ein super Gerät, macht uns allen viel Freude, aber es kann passieren, dass wir so viele Spiele darauf speichern, dass irgendwann die Festplattenkapazität der PlayStation voll ist. Und dann benutzen wir externe Festplatten. Dabei kann es zu zwei Problemen kommen. Entweder wir stecken eine neue Festplatte an die PlayStation 4 an und die PlayStation 4 sagt, habe ich gar nicht erkannt. Also das funktioniert von Anfang an nicht. Oder die zweite Möglichkeit, dass es eine ganze Zeit lang funktioniert hat und plötzlich sagt die PlayStation, dass es nicht mehr auf diese Festplatte zugreifen kann. Beide Probleme und auch Lösungen dazu schauen wir uns in diesem Video an. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne unseren Kanal, damit ihr auch in Zukunft keine spannenden Videos von uns verpasst. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Kommen wir zum ersten Szenario. Ihr habt eine PlayStation 4 und schließt daran eine neue Festplatte an, beziehungsweise eine Festplatte, die ihr vorher für andere Zwecke verwendet habt. Und die PlayStation erkennt diese Festplatte einfach nicht. Jetzt nähern wir uns analytisch der Lösung. Zunächst einmal schalten wir unseren Windows-PC ein, schließen die Festplatte daran an und prüfen, ob der Windows-PC die Festplatte erkennt. Sollte es auch da schon Probleme geben, ist es ein Indiz dafür, dass mit der Festplatte irgendwas nicht stimmt. Ihr könntet die jetzt zum Beispiel mit einem Antivirusprogramm auf Malware oder Viren untersuchen, ob wirklich mit dieser Festplatte alles in Ordnung ist. Ansonsten solltet ihr prüfen, gerade wenn es sich um neue Festplatte handelt oder eine gebraucht gekaufte Festplatte, ob es nicht irgendeinen physischen Schaden an der Festplatte gibt. Also ob es irgendwelche Spuren gibt, dass die vielleicht mal runtergefallen ist und deshalb tatsächlich kaputt ist. Außerdem solltet ihr prüfen, ob die Kabelverbindung tatsächlich in Ordnung ist und alle USB-Stecker sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite wirklich intakt sind und es dort keinen Wackelkontakt gibt. Wenn ihr das ausgeschlossen habt, Kabel ist ein wichtiges Stichpunkt. Die PlayStation 4 unterstützt nur kabelgebundene Verbindungen. Wenn ihr also irgendwas habt, von wegen es gibt irgendwie eine Festplatte, die per WLAN mit einem Repeater oder mit irgendeinem Dongle agiert und die steckt in der PlayStation, das funktioniert nicht. Das kann die PlayStation nicht, sondern nur Kabelverbindung. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Hinweis. Wenn ihr jetzt immer noch nicht in der Lage seid, dieses System zu benutzen, diese Festplatte zu benutzen, dann kann es noch möglich sein, dass vielleicht die Firmware eurer PlayStation alt ist, zu alt ist und diese USB-Funktion noch nicht kennt. Von daher solltet ihr einmal schauen, ob es ein Update für die PlayStation 4 gibt und das dann installieren. Das zweite Szenario ist, dass wir eine Festplatte lange Zeit erfolgreich mit unserer PlayStation verwendet haben und die plötzlich nicht mehr funktioniert. Die PlayStation erkennt die Festplatte nicht mehr, das ist super ärgerlich, weil da natürlich unsere Dateien drauf sind, unsere Spielstände drauf sind. Da ist dann relativ ausgeschlossen, dass es sich um ein Problem mit einer Festplatte handelt, denn die hat ja vorher mit der Konfiguration funktioniert. Hier haben wir auch zwei Möglichkeiten, das Ganze zu beheben und dazu benutzen wir hauptsächlich die PlayStation. Zunächst einmal führen wir einen Database Rebuild durch, das heißt, wir bauen die interne Datenbank der PlayStation 4 erneut auf, um Fehlern vorzubeugen. Zunächst einmal schalten wir die PS4 aus. Dann drücken und halten wir den Power-Button, bis wir zwei hintereinander folgende Piepstöne hören. Im Idealfall dauert das circa 7 Sekunden. Die PlayStation 4 startet nun in den sogenannten abgesicherten Modus oder auch Safe Mode genannt. Wir verbinden nun einen Controller mit der PS4, denn wir müssen uns durch das Safe Mode Menü navigieren. Mit dem Controller wählen wir dann Rebuild Database oder Datenbank neu aufbauen. Hier wählen wir die Option 5 und drücken X auf dem Controller. Es startet nun der Wiederaufbauprozess der Datenbank. Dieser Prozess dauert tatsächlich einige Stunden. In der Zwischenzeit wird der Bildschirm einige Male schwarz werden von Zeit zu Zeit. Bitte schaltet die Konsole in dieser Zeit trotzdem nicht ab. Andernfalls kann es zu Datenverlust kommen. Im Anschluss startet die PlayStation 4 automatisch neu. Nun verbinden wir unsere Festplatte und prüfen, ob das Problem damit behoben ist und die Festplatte erkannt wird. Wenn der Wiederaufbau der Datenbank nicht geholfen hat, haben wir noch eine zweite Möglichkeit, nämlich die PlayStation 4 komplett auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, also sie komplett neu zu initialisieren. Achtung, dabei verliert ihr alle Daten, die auch auf den Speichern der PlayStation 4 eingebaut vorhanden sind. Also sicherstellen, dass die vorher gesichert wurden auf einer anderen, vielleicht funktionierenden Festplatte, externen Festplatte. Das ist definitiv wichtig. Und jetzt schauen wir uns an, wie wir die PlayStation komplett zurücksetzen können. Wir schalten die Konsole wieder komplett aus und folgen denselben vorhergenannten Steps, um in den Safe Mode, in diesen abgesicherten Modus zu kommen.
Anschließend verbinden wir wieder einen Controller mit der Konsole und drücken den PlayStation-Button. Mit dem Controller wählen wir nun die Option 7, also das Neuinitialisieren Initialize PS4. Wenn die PlayStation 4 dann wieder komplett initialisiert wurde und wieder komplett im Werkszustand ist, dann sollten wir sicherstellen, dass wir die aktuellen Updates installieren, sodass wir das aktuellste Betriebssystem darauf haben. Im Anschluss stecken wir wieder unsere Festplatte an und prüfen, ob sie nun automatisch erkannt wird. Jetzt sollte eure Festplatte also wieder funktionieren. Jetzt habe ich noch einen kleinen Bonus für euch, der betrifft nämlich Datenrettung. Das kann jetzt sich entweder auf die PlayStation beziehen oder auch auf eure Urlaubsvideos, die ihr mit dem Computer auf irgendeiner Festplatte abgespeichert habt. Wenn ihr mal Datenverlust erleidet, zum Beispiel bei der PlayStation-Festplatte, bei einer externen Festplatte und irgendein System oder ein Rechner erkennt diese Daten darauf nicht mehr, dann schmeißt die Flinte noch nicht ins Korn, es gibt nämlich noch Hoffnung. Es gibt Datenwiederherstellungssysteme und eines davon ist Recoverit. Das ist ein tolles Programm, einfach zu bedienen und das hilft euch, Daten auch dann wiederherzustellen, wenn euer Windows-Rechner, euer Mac, eure PlayStation diese Dateien schon lange nicht mehr auf der Festplatte findet. Und das schauen wir uns mal an. Ich habe hier die Möglichkeit, eine Festplatte, die an den Computer angeschlossen ist, auszuwählen. Ich starte dann den Scan-Vorgang. Das System durchsucht die gesamte Festplatte, auch die Sektoren, die das Betriebssystem überhaupt nicht mehr im Zugriff hat. Und auch Dateien findet es hier wieder, die im Papierkorb schon lange gelöscht waren und stellt diese wieder her. Ich habe die Möglichkeit, mir eine Vorschau der Dateien, der gefundenen Dateien anzeigen zu lassen. Ich kann dann diejenigen auswählen, die ich wiederherstellen möchte. Und klicke auf Wiederherstellen, wähle einen Ort aus, wo ich sie wiederherstellen möchte und das System stellt diese Dateien vollständig und automatisch wieder an einem Ort meiner Wahl her und rettet so Dateien, die ich selber schon verloren geglaubt habe. Super tolles System, mega einfach zu bedienen, eine intuitive Benutzerführung. Wenn ihr sowas also mal erleidet, denkt daran, Recoverit kann euch helfen. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen und ihr könnt nun wieder eure externe Festplatte an eurer PlayStation verwenden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Abonniert unseren Kanal, damit ihr auch in Zukunft keine Videos verpasst. Mir hat es Spaß gemacht und ich freue mich darauf, euch beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, macht's gut!